Okay, hätten wir geschafft. Okay, das war dramatisch. Wie lange Tombstones Kräfte jetzt wohl inaktiv sind? Wohl nicht lange genug. Aber gute Arbeit fürs Erste, Pete. Wir können stolz auf uns sein. Hast du schon mal so ein Feuer gesehen? Hätten wir geschafft. Bin gerade überlegen, ob ich diese Basis da auch... Ich habe hier nicht mal alle Verbrechen ab... Gott, ey. Ich habe so vieles nicht gemacht. Fällt mir gerade so auf, immer. Wie sieht's hier aus? Was haben wir? Wir haben 2 Fertigkeitspunkte. Das ist ja schon mal... Sehr gut. Der Raketenumkehrer klingt gut. Okay. Ich glaube, das war das, was wir lernen mussten. Chemisch. Um das, dieses Forschungsding zu machen. Wer weiß, was hier gelagert wurde. Wir gucken. Aber ich glaube, es war das. Bevor wir uns wieder irgendwelchen anderen Sachen widmen. Wir dürfen. Wir dürfen. Dieses hier hat Mom aufgestellt. Eine seismische Überwachungsstation auf Verwerfungslinie unter dem Central Park. Ich hoffe wirklich, dass Oscorp nicht beschließt, diese Station zu streichen. Ich fühle mich ihr sentimental irgendwie verbunden. Explosion, als wir noch klein waren? Deswegen hat Mom die Station gebaut. Sie überwacht den Druck in den Rohren und erkennt problematische Stellen. Es baut sich ein gefährlicher Druck auf. Ich muss was dagegen unternehmen. Und zwar schnell. Die Oscorp-Satelliten führen seismische Messungen unter der Straße durch. Wenn ich an der richtigen Stelle fest genug auf den Boden auftrete, kann ich die Druckpunkte ablesen. Der hohe Druck wird sicher durch verstopfte Auslassventile verursacht. Wenn ich sie finde, kann ich die Blockade durch einen festen Schlag auf den Boden lösen. Hab meine Linsen auf die Forschungsstation ausgerichtet. Bereiche mit hohem Druck sind rot, die anderen blau. Okay, los geht's! Ich muss hart auf die Straße auftreffen, um genug Kraft zu generieren. Okay. Okay. Hallöchen. Du bist nicht der echte Spider-Man. Okay, ich krieg das aber so angezeigt. Oscorp tatsächlich Harrys Station verwendet hat, wissen sie schon länger von dem Problem. Wenn es eine Explosion gibt, geben sie Harry die Schuld. Geschafft! Aber das ist nicht die einzige Gefahrenzone. Ich muss die anderen Druckpunkte finden. Für einen Messwert muss ich den Boden anderswo treffen. Mir bleibt nicht viel Zeit.
Sehr komisch das Ganze, aber okay. Okay, ich war fast da. Repariert, aber wir sind noch nicht aus dem Schneider. Schnell jetzt. Oh Gott, noch ein Stückchen wieder weit weg. Da ist die Stelle. Sehr gut, ein Stückchen weit weg. Hilft immer, Druck abzulassen. Wäre das doch im Leben immer so einfach? Harrys Station hat eine größere Explosion verhindert. Eine Schließung können sie nicht mehr rechtfertigen. Gut gemacht, Spidey. Ganz genau. Wäre Druck ablassen immer so leicht. Wir gehen zur Kiste, würde ich behaupten. Ne? So haben wir da wieder eine Herausforderung markiert. Was ist das? Ein eigener Wegpunkt, okay. Ich habe jetzt gedacht, da wäre wieder eine Nebenmission. Sieht militärisch aus. Schräg. Spider-Man, du hast einen Aufklärungspunkt gefunden. Wer ist da? Falsche Frage. Die richtige lautet, kannst du meine Bomben entschärfen? Der rätselhafte Mann hat in der ganzen Stadt Aufklärungspunkte verteilt. Jetzt verstehe ich das mit den Herausforderungen. Also ja, es war ein Bug, dass ich dir eine Herausforderung konnte schon machen. Die sollen jetzt erst auftauchen. Ach ja, komm. Wir stellen mal was her mit den Herausforderungsmarken. Warum nicht? Mal, was ich hier so updaten kann. Zwar eigentlich neue Anzüge kaufen, aber gut. Die gleiche Technik wie der Drohnentyp. Diesmal mit Bomben. Und sie gehen gleich hoch. Die Zeit drängt. Schnell, die Bomben könnten gleich hochgehen. Laut, aber harmlos. Oh. Oh.
Toll. Ich liebe es. Okay, die hier wäre geschafft. Zehn Sekunden. Hätte besser sein können. Ja, hätte viel besser sein können. Das versuchen wir sofort nochmal. Schnell, die Bomben könnten gleich hochgehen. Mein Netz hat das ganz gut abgedämpft. Noch eine, Beeilung! Nah an der Perfektion. Also ich weiß, dass ich in meiner Einzeldatei, ich habe dieses Spiel auf Platin durchgespielt, habe ich das 100% komplett. Ja. Gute Arbeit mit den Bomben, aber nicht beim Werfen. Du wirfst zu ungenau. Ist das irgendein krankes Spiel für dich? Spiele sind für Kinder. Ich bin Profi und werde auch so bezahlt. Dann verschwendet dein Kunde sein Geld. Manchmal sind Informationen mehr wert als Geld. Und ich habe viel von dir erfahren. Okay. Freut mich für dich, Junge. Wir gehen mal zur nächsten Bombenherausforderung. MJ, was hast du über Isaac Delaney rausgefunden? Sieh dir das Bild an, das ich geschickt habe. Welcher ist Delaney? Ich weiß es nicht. Vielleicht musst du zur Party, um es herauszufinden. Wie gut, dass ich schon ein Kostüm habe. Übrigens werde ich heute... Weißt du, was mir an dir gefällt, Kleiner? Du wirst immer besser. Danke, gruseliger Stalker! Nenn mich Taskmaster. Weil du mir Aufgaben stellst? Wie kreativ! Eine Gruppe Söldner verübt in der ganzen Stadt Verbrechen. Diese Söldner sind nicht vielleicht rein zufällig deine Söldner, oder? Nein. Ich weiß nur, dass man sie für ihre Arbeit gut bezahlt. Es sei denn, du hältst sie auf. Was hast du davon? Ich darf zusehen und lernen. Na toll. Noch mehr Herausforderungen. Hier Zentrale. Wie steht es auf dem Union Square? Ich wollte vorhin noch sagen, bevor ich wieder unterbrochen wurde von dem netten Taskmaster. Heute jetzt nicht ganz so lange. Eben, ich glaube, zwei werde ich Schluss machen. Bomben entschärfen sich nicht von selbst. Ungefähr. Dann war es zwar kein sehr langer Stream heute. Ich wollte eigentlich auch früher... Oh Gott. Ich wollte eigentlich früher anfangen. Aber ja, wie gesagt, ich hatte da ja irgendwann Bauchschmerzen auch. Und die Motivation war ja auch nicht da. Laut, aber harmlos. Vielleicht nächstes Mal. Ich weiß nicht, wann mein nächstes Mal Stream wieder ist. Nächstes Mal wird es nämlich nicht am Mittwoch sein. Noch eine, Beeilung! Schnell jetzt! Schade, dass ich
Geht so. Jo, das war gar nicht gut. Ich hab mich zu sehr auf mein Gequatsche gerade konzentriert. Ich muss die Bomben schnell entschärfen. So. Mein Netz hat das ganz gut abgedämpft. Und. Okay, noch eine. Das war, hätte auch wieder schneller sollten sein. Ist es schlimm, dass ich besser abschneiden wollte? Naja, egal. Ich lasse es jetzt. Wir sollen ja nicht nur hier dauernd Herausforderungen machen. Klar, das verbessert uns. Wir kriegen damit neue Sachen. An alle Agents im Tenderloin, wie lautet Ihr Status? Zentrale, unser Transporter wird von Dämonen angegriffen. Aber nee, wie gesagt, ich wollte eh heute ja nicht so lange machen. Jetzt bin ich auf dem Weg. Zur Hauptmission. Wir haben einen Vorfall beim Union Square. Bitte kommen. Eine Halloween-Party. Muss mich wohl nicht umziehen. Sehr gut. Der sieht wie einer meiner Feinde aus. Mal sehen, welcher er ist. Warum so unfreundlich? Ich versuche nur meinen Job zu machen. Alle tragen Kostüme. Wie ich. Es gibt wirklich welche, die als Elektro oder andere Bösewicht von Spidey herumlaufen. Dr. Delaney ist hier irgendwo. Ich muss ihn finden, bevor Lee es tut. Finde ich ein wenig, ja. Was? Hey, sieh uns an! Wir sind Spider Bros! Sieh dir meine Moves an! Tschu, tschu, tschu! Toll! Was ist das für eine weiße Spinne? Hast du den Anzug im Ramschladen gekauft? Wow! Im Ernst, ich hatte ganz vergessen, dass Halloween ist! Option. Wirklich, die Leute laufen hier als Gegner von Spider-Man auf einer Halloween-Party rum, die eigentlich ja in dieser Welt existieren und viel Schmerz und Leid verursacht haben. Entschuldigung, sind Sie Dr. Delaney? Spider-Man, mein Nemesis. Dieses Mal kriegst du mich nicht. Oh nein, Rauch. Was soll ich jetzt bloß tun? Das ist ein Ende, Spider-Man! Wer ist jetzt der Echte? Jetzt hab ich dich! Was soll das? Ich habe eine Woche an dem Helm gearbeitet. Ich muss Dr. Delaney finden. Er läuft irgendwo rum. Wer bist du? Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Klugscheißer. Oh, mimi. Aber ich find's cool. Dieser Süßigkeitenwerfer könnte Dr. Delaney sein. Ich muss irgendwie da hoch.
Ich suche Isaac Delaney. Ich glaube, der tanzt gerade. Da ist er. Die Echse mit dem Kittel. Entschuldigung, ich muss hier durch. Ich habe ein Date mit einer Echse. Ein paar heiße Moves. Spider-Boy, ich bin dein Erzfeind, also kämpfen wir. Vielleicht später. Was ist denn, Spider-Männer? Angst vor meinem mächtigen Horn? Wer? Was bist du? Vor meinem mächtigen Horn. Hey, kämpf! Kein um, Spider-Man! Ja! Gott, ich hab gerade kein Quick-Time-Event erwartet. Mist! Auf ihn, Spidey! Yeah! Was willst du? Angst vor meinem mächtigen Horn? Immer sachte! Sagen Sie mir, was Sie wollen! Das ist ein Scherz, ja? Die Waffen sind eh nicht echt. Zurück, jetzt! Lass ihn los! Au. Kopf unten halten! Oh mein Gott. Indiana Jones, kannst du bitte deine Peitschen einpacken? Verschont uns! Au, au, au. Geht's allen gut? Ja. Gut. Fröhliches Halloween. Machen wir es kuschelig. Jo. Das mag ich ja, diese Rennen. Haben Sie die Lenny hingebracht? War doch gar nicht so schwer. Da ist Dr. Delaney. Wohin bringst du mich? Du. Ein Spinnenarbeit hier. Wer sind Sie? Sie arbeiten seit kurzem mit jemandem bei Oscorp zusammen. Woher wissen Sie das? Wir haben nicht viel Zeit, Isaac. Sag mir seinen Namen. Die Show ist vorbei, Lee.
Oh, anscheinend ist die Show noch nicht vorbei. Autsch. Sein Name. Dr. Morgan Michaels. Danke. Nein! Au, au. Junge, gehst du mir auf den Sack? Das waren alle. Ich muss Lee finden. Da unbedingt dazwischen gehen. Entschuldigung! Bleibt doch einfach liegen. Hört auf, euch auf die Fresse zu hauen. So. Oh, falls es hilft, das tut mir echt leid. Wohin? Ah, da, da. Oh nein. Dein mächtiges Horn. Nicht der schon wieder. Vertrauen Sie mir! Ist zu Ihrem Besten! Was hat Lee mit den Leuten getan? Aua. Yuri, du musst mir helfen. Bei der ESU wurden Schüsse gemeldet. Ja, das war ich. Erkläre ich später. Jetzt musst du einen Dr. Morgan Michaels finden. Martin Lee ist hinter ihm her. Verstanden. Spider-Man, wer ist dieser Dr. Michaels? Ist wohl der Chefforscher dieses Projekts Teufelsatem. Habt ihr ihn gefunden? Ja und nein. Laut Sable steht er unter ihrem Schutz an einem sicheren Ort irgendwo in der Stadt. Aber sie sagen mir nicht, wo. Ich dachte, ihr arbeitet zusammen. Dachte ich auch. Okay. Ich denke, ich kann ihn finden. Ich melde mich, wenn es klappt.
Gott, über diese Herausforderung. Unsere Map ist wieder zugepflastert mit Sachen, ne? Missionen. Gott. Hey, hast du Dr. Delaney auf der Party gefunden? Ja, aber Lee auch. Oh nein, was ist passiert? Lee hat ihn verdorben und in den Selbstmord getrieben. Das ist schrecklich. Wir müssen den Typen aufhalten. Werden wir. Bevor Delaney starb, gab er Lee einen Namen. Morgan Michaels. Morgan Michaels. Wer ist das? Keine Ahnung, aber ich wette, er arbeitet am Teufelsatemprojekt. Hast du etwas aus der Teufelsatemakte rausgefunden? Ja, halt dich fest. Vor ein paar Jahren wollte Osborn mit Fisk ein Labor aufbauen, ohne die Behörden zu informieren. Ein Geheimlabor? Für den Teufelsatem? Wenn es wirklich so gefährlich ist, kann ich das verstehen. Wo ist das Labor? Das steht nicht drin. Fisk hat in Osborns Auftrag alle Einträge vernichtet. Ich habe nur Rechnungen von Osborns Privatkonto an Fisks Baufirma. Wie ich Fisk kenne, erpresst er den Bürgermeister mit den Rechnungen. Alle Spuren deuten auf Norman Osborn. Zeit, ihm einen Besuch abzustatten. Ich glaube nicht, dass er dir was erzählt. Hatte nicht vor, ihn zu fragen. An alle Einheiten, Raubüberfall. Verdächtige sind bewaffnet. Gemeldeter Ort ist beim Theaterviertel. Ja gut, machen wir mal den Raubüberfall. Verpasster Anruf von Tante May. Peter, ich habe mit Miles Mutter gesprochen. Sie wäre froh. Spinnenkrise! Ich muss durch! Die arme Frau trauert selbst, will aber für ihren Sohn stark sein. Sie braucht einfach mehr Zeit für sich. Und er soll sehen, dass das Leben lebenswert ist. Das war ein sehr fürsorglicher Vorschlag, Peter. Ein Vorschlag, der Ben stolz gemacht hätte. Oh, Mist. Hallo! Das wird wehtun! Wirklich? Ihr kommt an, obwohl ihr gerade gesehen habt, was mit euren Kumpels passiert ist. Oh. Komm schon. Junge. Wirklich. Schöner altmodischer Überfall. Zum klassischen Verbrechen bitte hier entlang. Thank you. If I ever...